Es war das erwartet schwere, intensive Spiel. Und wir haben uns nicht gut gerade in den Angriffsaktionen eingefunden. Slowenien hat das mit einer hohen Bereitschaft an Aggressivität, an hoher Laufbereitschaft geschafft, uns immer wieder zu unterbrechen. Und wir hatten dann nicht die richtigen Lösungen, sodass wir sehr zeitig einem Rückstand hinterhergelaufen sind. In der Abwehr ebenfalls zu viel Probleme, gerade gegen Zarabek, der unheimlich stark gespielt hat. Aber was Patrick gerade sagte, wichtig ist, dass wir einen 5-Tore-Rückstand aufholen und dass in dieser Atmosphäre der Kopf oben bleibt. Da können wir stolz sein.